ein Haul-Video schon wieder machen. Haul-Video schon wieder machen. Klingt ein bisschen kompliziert. Ich fange auch gleich mal an. Es ist diesmal bunt gemischt. Es ist von Douglas, von Klamotten, von Schuhe, also alles Mögliche. Ich war im Urlaub doch noch öfter einkaufen. Leider. Und habe mir ein paar Sachen gegönnt. Ein Kleid muss ich jetzt dann noch holen. Ich hoffe, das ist nicht in der Wäsche, weil das hatte ich vor kurzem noch an. Und ich hatte auch die Schuhe dazu an. Die zeige ich euch gleich als erstes. Die sind nämlich schon so dreckig. Wie ihr sehen könnt, sind da so Muscheln und Perlen drauf. Und ich habe mich so verliebt in die Schuhe. Und die haben nur 15 Euro gekostet. Deswegen musste ich die haben. Nur werde ich sie jetzt raustragen. Bleiben wir am liebsten gleich. Am besten gleich. Nochmal von vorne. Bleiben wir am besten gleich bei Schuhe. Ich habe mir von Mickey Mouse welche gekauft beim Deichmann. Die waren gar nicht so günstig. Die haben 40 Euro gekostet. Aber ich musste die einfach haben. Ich bin kein Fan von weißen Schuhen. Aber ich wollte die unbedingt haben. Die sehen so aus. Ich brauche halt eher so festere Schuhe, weil mir ist aufgefallen, ich habe solche gar nicht. Und ja, es wurde mal Zeit, würde ich sagen, dass ich mir solche festeren Schuhe gekauft hätte. Aber ich habe solche gar nicht. Ich habe keine Sportschuhe. Das ist echt unglaublich. Ich bin jetzt nicht so eine, die nur auf High Heels rumstolziert. Nein, gar nicht. Könnte ich gar nicht. Aber ich habe wenn dann eher so offene Schuhe, so wie die vor, was ihr gesehen habt. Oder eben diese neuen, was ich für die Arbeit da habe. Diese Sketches, die liebe ich. Ja, aber solche Sportschuhe hatte ich halt nicht. Und ich habe mir jetzt von Fila, heißt der glaube ich die Marke, habe ich mir auch welche gekauft. Die waren um 17,99 reduziert und hätten vorher 44,99 gekostet. Oder 90. 44,90 vorher. Und die sehen so aus. Dunkel, ich sage ja, blau wird so meine neue Farbe, auch was Klamotten betrifft. Also man merkt es ja eh, das würde doch zu den Oberteilen jetzt gut passen, die Schuhe. Ja, ich bin ja eigentlich nicht so die, die was sowas trägt, aber man kann sich ja ein bisschen umwandeln, oder? Man muss ja nicht dauernd nur dasselbe tragen. Ich war auch beim Douglas, zweimal glaube ich. Ja, wie mache ich das jetzt am gescheitesten? Ohne dass mir was runterknallt. Ich zeige euch zuerst das andere her. Ich zeige euch nicht das Douglas zuerst her, sondern ich zeige euch den Action Haul zuerst. Und auch was von Müller und so. Ja, der DM ist da auch drin, sehe ich gerade. Also es ist bunt gemischt. Ja? Ich habe mir Feuerzeug gekauft. Ja, nicht weil ich jetzt anfange zu rauchen, sondern fürs Grab habe ich ein Feuerzeug gebraucht und eines habe ich noch im Rucksack. Vielleicht stecke ich mir auch eins in die Arbeitstasche ein, weil mich immer die Arbeitskollegen fragen, wie ein Feuerzeug, wäre gar nicht so schlecht. Ganz neu gibt es jetzt diese Augenpads von, oder Hydrogel-Augenpads von Balea, die musste ich unbedingt haben. Ich weiß, ich habe genug zu Hause. Vielleicht knalle ich mir auch heute ur viele Masken drauf, weil ich will mich dann wieder abschminken. Obwohl mir das Augen-Make-up urgut gefällt, in der Kombi mit den Lippen. Nur so nebenbei kurz. Ich war nämlich nur zusammengeriffelt geschminkt, weil ich wollte eigentlich heute gar keine Videos drehen, aber ich habe mich zusammengerissen. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Ein bisschen zu schade, dann wieder abzuschminken. Aber ich habe so Bock auf so ein Mini-Beauty-Day, wenn ich dann ein bisschen mein Haushalt erledige. Könnte auch nicht schaden. Und die ganzen Haul-Sachen wegräumen. Ich habe ja genug Zeit heute. Ja, ich habe mir die Hydrogel-Augenpads gekauft. Da wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ich weiß, ich habe genug, aber ich fand das Design so mega, mega schön. Und ihr wisst ja, Augenpads geben bei mir immer, egal ob Hydrogel oder die normalen. Ich kaufe die immer wieder. Egal welche Sorte. Da habe ich sie sogar nochmal. Ich habe die jetzt viermal insgesamt. Eh klar, kleiner Junkie. Dann habe ich mir eine Geldbörse gekauft von Moschino oder Moschino oder wie immer ihr es aussprechen wollt. Die sieht so aus. Ich weiß nur noch nicht, wann ich die austausche, weil ich hänge so an meiner Zelda-Geldbörse. Ich habe die mir halt neu gekauft, weil meine Zelda zerlegt sich schon ein bisschen und das macht mich mega traurig, weil ich war so stolz auf meine Zelda-Geldbörse. Wenn ihr euch noch an den Haul erinnern könnt, ist es auch schon eine Weile her. Aber die Moschino ist, oder Moschino ist auch von innen wunderschön. Aber es ist halt keine Zelda, ne? Und ich fand aber die Herzen draußen so schön. Also ich habe sehr, sehr lange überlegt. Die waren nämlich gar nicht günstig. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo die Rechnung habe. Aber das hat, glaube ich, 79 Euro gekostet. Die war ganz schön teuer. Aber ich finde die voll schön. Also die hat es mir echt andan. Muss ich haben. Beim Action habe ich mir Swiffer gekauft. Mega interessant, habe ich vergessen rauszugeben. Beim Hofer war das, glaube ich. Ich zeige es euch jetzt halt mal, weil es ist da dabei. Das ist ein T-Shirt, was ich für Sport machen benutzen wollte. Ich war aber schon ewig nicht mehr Sport treiben, also ja. Lassen wir das mal unkommentiert.
dann haben meine beste Freundin und ich sich gleichzeitig ein Collister-Peeling gekauft, weil das war um 14,95 reduziert und das ist nicht teuer für ein 300-Gramm-Peeling. Das sieht so aus. Ich hatte leider noch nie ein Collister-Peeling und ich wollte schon immer eins haben. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Ich habe mir davon gönnt sich ja sonst nichts, als hätte ich mir den letzten paar Monaten nicht genug gegönnt. Aber ist mir wurscht. Das ist das Thalasso Scrub und das hat mich so interessiert. Ich meine, man muss das dann, hat die Verkäuferin auch gesagt, man muss das besser durchschütteln, damit eben sich das vermischt besser. Ich werde es demnächst mal probieren. Vielleicht benutze ich es jetzt auch bald, weil ich es euch ja eh schon gezeigt habe. Weil ich wollte es unbedingt in einem Video zeigen, bevor ich es anfange zu verwenden. Ich habe auch meine Äste nicht in den Kühlschrank gegeben. Ich bin echt verpeilt. So, weiter Action. Ich habe sehr viele Sachen gekauft. Eins muss ich auf die Seite legen, weil es ist nicht für mich, das ist für ein Paket, für ein Geburtstagsgeschenk schon, was ich sammle fleißig. Ich habe mir sehr viele Badebomben und so gekauft. Ganz, ganz viele Badebomben und auch so Essen von Action. Das sollte ich mal benutzen. Ich könnte mir das auch mit in die Arbeit nehmen. Das ist nämlich praktisch, das kann man in die Mikrowelle hauen, das werde ich mir aufheben mal für die Arbeit. Das sieht so aus, das habe ich mir mal mitgenommen. Das habe ich schon öfter gehabt, das schmeckt doch gar nicht so schlecht. Ich hab so Bock drauf gehabt, sorry. Und diese Nudelsuppen von Action finde ich auch total geil. Da habe ich auch eine schon gegessen. Da gibt es ja gelb, grün und rot und ich habe die rote schon verspachtelt, sehe ich gerade. Naja. Ich habe sehr viele Sachen dort gekauft. Ich habe mir ein Peeling nochmal gekauft für den Körper. Ich fand aber die Verpackung so mega geil. Deswegen. Und es war ein Coffee Scrub. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Ihr wisst, ich bin so ziemlich obsessed mit Coffee Scrubs. So sieht das aus. Man erkennt das halt sehr schlecht wegen der Verpackung. Ich bin schon gespannt, wie das ist. Ich habe auch dann noch so ein Eistee. Ich trinke ja mega gern diese Arizona Eistee, aber die gibt es irgendwie gar nicht mehr, oder? Irgendwas ist da geflogen und ich weiß nicht was. Die gibt es irgendwie gar nicht mehr, oder? Jetzt bilde ich mir das ein. Und das ist natürlich das Watermelon, was auch sonst. Den habe ich gestern durch Zufall leer gemacht und habe ihn dann noch rumstehen. Deswegen kann ich ihn euch zeigen. Den habe ich mir auch gekauft beim Action. Der stoppt schon rum, er steht noch nicht mal lang da. Das war der Green Tea Honig und Pfirsich. Der war nicht gut. Also den kann ich echt nicht empfehlen. Den fand ich wirklich nicht gut. Den kann ich auch Gott sei Dank jetzt entsorgen. Jetzt habe ich ihn euch ja gezeigt, jetzt kann ich ihn wegschmeißen. Ich habe mir wieder ganz, ganz viele Badezusätze gekauft beim Action. Es gibt leider nicht mehr diese anderen Disney-Badezusätze, da war ich ein bisschen traurig, weil die fand ich so, so süß. Besonders der Dumbo, der ist mir urhängen geblieben, den wollte ich unbedingt wieder haben. Sie haben auch nicht mehr diese Banane-Badekugeln, sondern jetzt gibt es die Mango-Badekugeln. Ich habe mir eine Packung mitgenommen, nur um sie mal zu probieren. Ihr wisst, ich bin ein Junkie. Dann habe ich von König der Löwen eine Badebombe mit Nala. Die finde ich auch so süß. Dann einmal den Pluto-Badezusatz, der schaut ein bisschen komisch aus drinnen, wenn man genau hinschaut. Einmal den Pluto, die schauen jetzt nämlich so aus, von diesen Disney-Badezusätzen. Dann habe ich den Goofy. Ich fühle mich wie ein kleines Kind, aber ihr wisst, ich stehe auf so eine Scheiße. Dann habe ich die Minnie-Maus, die darf natürlich auch nicht fehlen, die sieht so aus. Die Mickey Mouse habe ich auch noch. Das gefällt mir, dass das orange ist. Also ich weiß nicht wieso, aber ich finde das cool. Und der Pluto ist der einzige, der so komische Klumpen drinnen hat irgendwie. Na Blödsinn, der Donald auch. Donald habe ich mir noch gekauft. Und die Daisy. Alle rundherum. Alle, die es gibt. Beim Douglas war ich auch mit meiner besten Freundin. Und ich habe ihr noch zusätzlich, die habe ich jetzt nicht mehr da, die hat sie schon in Verwendung hoffentlich. Wir haben so die Cremes gesehen von Shiseido und von Lancôme in einer Mini-Größe und ich habe ihr die Shiseido geschenkt zum Geburtstag und sie hat sich dann selber noch die von Lancôme gekauft. Ich habe mir dann noch Reinigungen von Shiseido, glaube ich, gekauft, ja, von dieser Vaso-Linie. Die sieht so aus und die war reduziert. Die hat von 34,95 hat sie nur noch 19,95 gekostet und ihr wisst ja, die Shea braucht das dann unbedingt und ich finde die Verpackungen so geil von den Dingern. Das sind drei verschiedene Reinigungsprodukte, die so aussehen. Also mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen, oder? Ich werde die auch auf jeden Fall auf Instagram posten, weil ich die Verpackung so geil finde von denen. Das ist so heftig, wie cool diese Verpackung ist. Da bin ich echt ein Verpackungsopfer, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, wie die ist. Und ich hoffe, dass das dann nicht rausgeht aus dem Sortiment, weil das wäre schade.
Ich meine, es ist halt ziemlich viel Plastikmüll, oder? Aber die Verpackung, die macht mich echt fertig. Und ich will die dann auf Instagram posten. Wir haben auch Duftproben bekommen. Sie ist halt sehr eigen mit den Düften. Eigentlich auch so wie ich, nur bei Isis, sie benutzt halt kaum Damendüfte, sondern eher mehr vermehrt Herren oder eher was Herberes. Und wir haben den Miss Dior Rosen Roses gekriegt. Und den hat sie auch bekommen und hat sie mir ihn geschenkt. Ihr wisst ja, ich bin ein Junkie. Aber ich finde den gar nicht so schlecht. Ich habe dann wir waren dann noch einmal in irgendein Douglas, glaube ich. Ja. Wir waren dann nach ein paar Tagen wieder in ein Douglas und da zeige ich euch dann gleich eine andere Probe, weil ich habe den da probiert und ich finde den gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also der riecht nicht schlecht. Ich bin gespannt, wie der sich auf meiner Haut verhält. Dann habe ich im Internet, beziehungsweise auf Instagram gesehen, auf der, ich glaube, Anthos Parfümerie war das, oder Nägel und Strubel, ich bin mir jetzt nicht sicher, eine von den anderen beiden Parfümerien hat einen neuen Hermes Twilly gepostet. Ich habe ihn da sofort in der Story repostet und war gleich uroverhyped, haben wir gedacht, oh mein Gott, ein neuer Twilly, ich muss den unbedingt probieren. Besonders, weil er gelb ist. Ihr wisst ja, gelb ist meine Lieblingsfarbe. Und ich war dann mit der Brigitte unterwegs. Wir waren in einem Douglas drinnen, weil wir hatten dann eine Reservierung fürs Essen gehen und waren kurz im Douglas drinnen. Und ich habe dort nachgefragt, ob sie eine Probe haben. Und sie hatten eine. Und ich bin verliebt in den. Ich habe den ja dort im Geschäft schon probiert gehabt. Das ist von Twilly, der Hermes. Ihr wisst ja, Twilly ist mein absoluter Lieblingsduft. Der Old Ginger. Und der sieht, haltet euch fest, so aus, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ich bin verliebt in den. Ich weiß gar nicht, ob ich von dem anderen Hermes noch die Probe habe. Aber ich wollte das eigentlich aufheben. Ich weiß, ein kleiner Messi. Aber ich wollte das auf meiner Pinnwand dann geben. Ich müsste die mal unbedingt umändern. Da oben habt ihr die in der Hängen. Da sind so alte Fotos drauf, ich müsste das ein bisschen ändern. Aber jetzt schweife ich komplett ab. Ich finde den so, so genial. Und ich habe mich so in den Duft verliebt. Ich habe die Probe bis jetzt noch nicht verwendet, weil ich einmal den gesprüht habe im Geschäft. Und ich bin so verliebt in diesen Duft. Und ich glaube, der hat eben mein... Ich wollte ja unbedingt den Tom Ford Lost Cherry haben. Unbedingt, aber der ist so, so teuer. So unverschämt so teuer, dass ich es mir nicht anders überlegt habe. Ich will den trotzdem noch haben. Aber wenn ich es mir kaufen würde, würde ich eher den bevorzugen als den Tom Ford. Ich weiß auch nicht wieso. Ich habe nämlich vor kurzem mit dem lieben Mickey über Düfte geredet. Du siehst sicher dieses Video. Hi. Und ja, also er hat auch gesagt, er würde sich eher was anderes gönnen als einen Tom Ford. Wenn ich es jetzt so verstanden habe und so richtig wiedergeben kann. Und ich glaube, der wäre in der engeren Auswahl bei mir in meinem Herzen. Es nimmt irgendwie kein Ende. Ja. Oh mein Gott. Ich bin nicht im Kaufhaus gewesen. Niemals, ich doch nicht. Ich war beim Primark und beim Tiki Max. Und beim DM noch einmal. Wir haben, meine Freundin und ich, wir haben sich da so ein paar Nahrungsergänzungsmittel und so gekauft. Endlich nehme ich die mal aus der Tasche raus, weil ich habe die da ewig drinnen. Die hat sie mir auch empfohlen. Nach dem Essen. Vergesse ich immer. Die muss ich mir irgendwo in eine... Ich muss mir so eine Tablettenbox kaufen und die dann da reinschlichten. Darf ich nicht vergessen. Also, ich zeige euch mal zuerst die Sachen vom DM. Da habe ich mir eine Lippenhydrogenmaske gekauft. Das war ein Impulskauf, bitte steinigt mich nicht. Ich wollte die unbedingt haben, die für die Augen gab es von der Limited Edition nicht mehr, also wollte ich unbedingt die von den Lippen haben. Ich habe auch von der Chiquita gehört, dass sie die für die Stirn verwendet und das wollte ich mit dem probieren. Klingt jetzt vielleicht deppert, aber ich will das unbedingt mit denen ausprobieren. Mal schauen, wie die für die Stirn dann ist. Eine straffende Hydrogel habe ich mir auch ausgesucht, die von dieser Limited Edition war. Ich habe genug Masken, aber ich kann nicht anders. Ich bin ein Messi. Und diese Feuchtigkeitserfrischungstücher habe ich mir auch gekauft. Sollte ich in meine Handtasche geben, weil die bringen mir da in dem nichts. Dann habe ich noch zwei Hawaiian Dream Masken von Balea mir gekauft. Ich habe gar nicht gewusst, dass es eine neue Limited Edition gibt. Irgendwie ist die an mir vorbeigegangen. Ich habe vor kurzem in einem aufgebrauchten Video darüber geredet. Und ich will unbedingt wissen, wie die ist. Vielleicht nehme ich mir auch eine auf die Seite und verwende die bald. Dann war ich beim Primark und habe da ein paar Masken mir gekauft. Ich habe auch eine Weste mir gekauft, weil ich habe die grüne umgetauscht.
Da fliegt irgendwas bei meinem Fenster schon wieder. Ich habe die grüne umgetauscht auf eine beige. Die werdet ihr in irgendeinem Video hoffentlich irgendwann einmal sehen. Und dann habe ich mir ganz, ganz viele Masken gekauft. Weil im Aufgebraucht-Video habe ich euch erzählt, dass ich die Masken sehr gut finde von Primark. Ich habe mir zweimal die Blueberry gekauft. Das wollte ich schon sagen, Ginseng. Dann zweimal die... Oder auch nicht. Einmal die Deep Cleansing Aloe Vera No Stripes. Oh, ich habe sie mir nur gekauft, weil ich keine hatte. Wir sagen dazu jetzt mal am besten nichts. Weil ich habe sehr, sehr lange vergessen, mir No Stripes zu kaufen. Und habe mir gedacht, ich kaufe mir die, damit ich dran denke, die zu benutzen. Und habe dann erst recht vergessen, weil ich soll nur... Ja, ist ja wurscht. Ich bin ein Opfer. Ich bin ein echt richtiges Opfer. Ich verstecke mich eh schon. Ich habe mir zweimal die Avocado-Maske nochmal gekauft. Zweimal Rose Water Cream Mask. Die habe ich nämlich noch nicht probiert und die habe ich letztens auch gar nicht so beachtet. Zweimal die Aloe Vera Creme Maske. Zweimal die Kokos, weil die habe ich ja aufgebraucht und die fand ich mega. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Banane auch gibt, weil ich finde, auf der Verpackung schaut das nicht aus wie Banane, sondern ich finde, das schaut eher aus wie eine Mango, oder? Also ich würde das eher als Mango bezeichnen und nicht Banane. Aber vielleicht habe ich einfach einen Schaden, was dementsprechend sein könnte. Ach Gott, was ist heute los? Kein Kommentar einfach. Kein Kommentar. Es steht Banane drauf. Ich bin gespannt, ob da auch Banane drin ist. Das war jetzt der ärgste Scheiß-Joke, den ich je gemacht habe. Beim Tiki Max war ich eigentlich relativ brav. Ich habe ein Puder mir gekauft. Ich kann es euch jetzt... Ich zeige es euch aber in dem nächsten Favoritenvideo. Ich glaube, das werde ich nächstes Mal aber drehen. Das sieht sie dann beim nächsten Mal. Ich habe nämlich vor, so ein kleines Favoritenvideo zu machen, weil ich habe schon ewig keine Favoriten mehr herzeigt. Ich will mir die nämlich neu aufschreiben und dann wieder ein Favoritenvideo für euch drehen. Und da wird auf jeden Fall dieses Puder landen, weil ich habe von Elisabeth Arden mir ein Puder gekauft um 9 Euro und das ist mega. Ich liebe das. Und das zeige ich euch aber dann im Favoritenvideo. Weil das fand ich echt, echt gut. Ich habe die Verpackung noch aufgehoben, damit ich es euch im Haul zeigen kann, weil ich habe das schon in meiner Schminktasche im Rucksack, damit ich das immer mit habe. Dann habe ich zwei Duschgel mir gekauft beim Tiki Max. Und ich habe ja einmal mir gekauft dieses, das ist von derselben Marke, dieses Buttermilch irgendwas. Und jetzt habe ich die zwei erwischt. Einmal das Tropical Coconut und das Vanilla and Honey. Und die riechen beide so geil. Ich war echt böse. Ich wollte mir eigentlich keine Duschgels mehr kaufen. Die waren noch nicht relativ billig. Naja, oh ja, 3 Euro, das geht noch. Das ist halbwegs gut. Ich meine, die haben dieselbe Größe, glaube ich, wie die Wrestle Twinkle Moon Teile da und ja, finde ich vollkommen okay. Und das riecht wie eine cremige Pina Colada. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so ein geniales Duschgel. Ich werde jetzt dann demnächst das andere benutzen. Das riecht auch so geil. Also ich würde nicht nach Vanille und Honig beschreiben, das riecht einfach so nach einem geilen Kuchen, was man mit so einer dicken Vanillecremeschicht oder so. So riecht das. Gott. Nein, einfach geil. Also ich finde es einfach geil. Was soll ich sagen? Auch beim Tiki Max habe ich mir gekauft, ich habe das bei der Kasse gesehen, weil ich so lange stehen habe müssen. Das war relativ teuer, das hat 5 Euro, nein, 6 Euro kostet. Das ist so ein Kakaopulver, okay. Schokoladen Ginger Snap heißt das. Also ich zeige es euch mal kurz, das sieht so aus. Ich finde das Glas auch so süß. Also das Glas ist mega süß. Ich bin schon gespannt, wie das schmeckt. Das ist, oh ja, ist eine heiße Schokolade, ist das. Mit dem Chocolate Ginger Snap heißt die Sorte. Ja, so heißt die Sorte. Weil ich habe mir von den Sorten halt diese Chocolate Ginger Snap ausgesucht. Ja, bin gespannt, wie das ist. Ich habe es bis jetzt noch nicht probiert. Man muss das nämlich mit heißer Milch, glaube ich, aufgießen, oder? Ja. Mit heißer Milch und ich bin schon so gespannt drauf. Okay, meine Speicherkarte war schon wieder voll. Ich habe nur noch ein paar Sachen, dann bin ich fertig. Gott sei Dank. Ich hatte das Kleid schon an. Das ist das von Taliwell, was ich euch vorher kurz erwähnt habe, dass ich das schon getragen habe. Ich muss sagen, ich bin echt verliebt in das Kleid und ich glaube, ich habe es gerade verkehrt. Ja. Es ist wunderschön. Es ist zwar nur schwarz und schlicht, aber ich habe mich in dem mega wohl gefühlt und deswegen habe ich es mir gekauft. Es hat 15,99 nur noch kostet. Es ist einfach nur ein ganz... Also so lang ist es jetzt auch wieder nicht. Es ist ein schlichtes, schwarzes Kleid. Und ich bin verliebt in dieses Kleid. Wirklich verliebt in dieses Kleid. Weil es mir, finde ich persönlich, sehr gut steht.
es sind doch noch ein paar Sachen. Es ist nicht nur Tally Whale. Ich habe da mir von Tally Whale Masken gekauft. Aber die stinken bestialisch, die muss ich noch unbedingt waschen. Da müsste doch irgendwo eine zweite sein. Jetzt machen sich gerade die Sackerl irgendwie. Da ist noch eine zweite. Ja, war ein Impulskauf. Ich habe dann noch eins von Tally Whale, genau, das ist hier. Ich habe sogar zwei Sachen, glaube ich, noch von Tally Whale. Das ist ein Oberteil, was eher ein bisschen wärmer jetzt schon ist. Das ist eher was für den Herbst, würde ich sagen. Das hat hier so zwei Schnüre, wo man das zusammenziehen könnte. Und hinten am Rücken hat so eine Öffnung. Ich habe leider kein Tragebild gemacht, ich habe vergessen. Aber ich fand das vom Look her sehr, sehr cool. Dann habe ich mir beim Tally Whale auch eine schwarze Hose gekauft und ich war verwundert, dass ich da reinpasse, weil das eine Größe 42 ist und ich habe reingepasst. Es ist einfach eine schlichte schwarze Hose. Notfalls habe ich es auch dann für die Arbeit, weil ich fand die echt schön, der doch 16 Euro kostet, die war ich aber echt, echt schön. Zwei Sachen sind es noch, dann haben wir es geschafft. Ich muss dann unbedingt aufräumen, weil da schon so eine Bombe eingeschlagen. Und dann kann ich die anderen Sachen wenigstens auch gleich waschen. Ich frage mich gerade, ob ich das nicht auch in Rot habe. Aber ich glaube, ich habe es mir dann doch nicht in Rot gekauft. Nein, ich glaube, ich habe das Grüne dann nur gekauft und den Rock. Genau. Ich habe nämlich, ich meine, das ist auch sehr, sehr teuer gewesen. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich das sehr gerne mag, wenn ich Oberteile, die mir gefallen, so wie das, aber irgendwie stört mich das heute, ich glaube, wegen dem Sport-BH. Ich darf zu dem Oberteil kein Sport-BH anziehen. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich mag das ja, wenn ich Oberteile in einem gewissen Design, was mir gefällt, in mehreren Farben habe. Aber das wäre viel zu teuer, in mehreren Farben zu haben. Es hätte es noch in Dunkelrot geben und in Dunkelblau und urschöne Farben, einfach wirklich schöne Farben. 24,99 hat es gekostet. Und ich habe mich aber dann nur für eines entschieden und dann für dieses Grün, was eher so ein Smaragdgrün ist, würde ich jetzt sagen. Aber ich fand das so, so schön. Und habe mir dann halt nur das ausgesucht. Dann habe ich reduziert um 10 Euro, hat die Brigitte einen Rock gefunden. Und ich habe mich sofort in den verliebt. Ich habe den probiert und ich habe mich so in den verliebt, weil der halt in meiner Größe war, Gott sei Dank. Ich finde den sowas von schön. Der ist eher leichter und mir gefällt der so gut, wenn ich ihn anhab. So schaut er nicht so spektakulär aus, aber ich trage ja immer so ganz kurze Leggings drunter, unter Kleider auch und unter Röcke auch, weil ich kann ohne einer kurzen Leggings einfach nicht. Und das in der Kombi mit dem, ich bin verliebt. Ich hoffe, ich komme endlich dazu, Outfit-Videos zu drehen. Ich hoffe, ich komme dazu. Ich schaue, ob ich das demnächst mal machen kann. Vielleicht kann ich eine von meinen Freundinnen überreden, mich mal zu filmen. Dann kann ich euch Outfit-Videos abdrehen. Ich würde mich nämlich mega freuen, wenn ich das endlich hinkriegen würde. Weil jetzt habe ich auch neue Schuhe auch und hätte da so viele Ideen. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich das vorhabe. Vorhabe ich es noch, aber ich weiß halt noch nicht wann, weil ich nicht weiß, wie ich es umsetzen soll dabei. Aber ich mache das schon. Ich mache das schon. Ich habe schon ein paar Ideen. Und außerdem habe ich bald wieder Urlaub. Fingers crossed. Nein, Scherz. Da will ich das dann auch machen. Ja. Es war wirklich viel, was ich gekauft habe, muss ich ehrlich sagen. Es war wirklich, wirklich viel. Ich bin echt schockiert gewesen, dass ich so viel schon wieder gekauft habe. Es war ja, wie gesagt, alles dabei. Action, Tiki Max, DM, Tally, Primark, also es war alles Mögliche dabei. Ja, sehr, sehr böse. Ich weiß, weil ich vor kurzem sehr, sehr viele Haul-Videos hochgeladen habe, aber was soll ich machen? Ihr schaut euch die Haul-Videos eigentlich eher am liebsten an, also glaube ich kaum, dass da Beschwerden geben wird. Mal schauen, ob sich das bessert mit den Hauls. Ich habe langsam nicht mehr das Gefühl, also ja. Aber Klamotten gehe ich in letzter Zeit so gern shoppen. Manchmal habe ich so Phasen, wo ich nicht gern Klamotten shoppen gehe, da finde ich auch gar nichts. Aber an dem Tag haben wir so viel gefunden und ja, soll auch mal vorkommen, oder? Aber ich freue mich, dass ich die Sachen jetzt schon waschen kann und dann demnächst anziehen kann, weil bei dem Tally Whale Kleid habe ich eine Ausnahme gemacht und habe es dann gleich am nächsten Tag angezogen, weil ich das unbedingt tragen wollte. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr die Sachen findet und ob es irgendein Ding dabei war, was ihr unbedingt auch haben wollt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!